So, da sind wir wieder bei Splatoon 3 und diesmal hier aus meiner Dacia, hier aus meinem, nee, das ist nicht mein Zimmer, das ist Kip Splats Zimmer, der steht hinter mir und hat schon sein Team Spicy Shirt an, denn wir gehen jetzt sofort rüber auf, nach Inkotopolis, ihr wisst schon, was ich meine, und es ist Splatfest und wir sind im Team Sharp und Team Sharp, Team Spicy. Und es geht los. So, zunächst die Nachrichten. Oh, ganz knapp, Team Süß mit 34. Das ist ungefähr ausgeglichen alles. Also alles in so einem 30er-Modus, 30er-Prozent-Raum. Da bin ich mal gespannt, wie wir uns heute schlagen. Vor allem Team Süß soll ja, ja, ziemlich, nicht ziemlich weit vorne sein. Natürlich kommen wir jetzt hier ins Spiel. Es ist schade, dass es keine blaue Farbe diesmal gibt, sondern, ja, es gibt lila, gelb, ist es gelb, Team Sauer und ja, und rötlich. Chili-Soße. So, wir gucken uns ein bisschen um. Hier auf dem Platz ist es immer wunderschön, wenn es Splatfest ist. Ja, hier ist der große, was ist denn das eigentlich, Manta-Rochen? Ist ja egal. Ich habe schon wieder seinen Namen vergessen. Ich habe kein Namensgedächtnis, genauso wie ich auch kein Geburtstags- und auch kein Gesichtergedächtnis habe. So, ich mache mich mal ein bisschen, ein klitzekleines bisschen kleiner, damit man dann auch alles hübsch sehen kann. Ja, wunderbar. Ich bin immer wieder gerne in Inkopolis und renne jetzt mal ein bisschen diesem Drachen hinterher. Team Sweet, ja, ja, ja. Wir werden gleich sehen. Ja, wir werden gleich sehen, diese ganzen Fanta und Glühwein nach Süßer, ob sich das so rentiert. Süß ist ja bekanntlich nicht so gesund. Das heißt, also alles, was süß ist, sagt man ja, aber alles, was in der Natur süß schmeckt, ist, glaube ich, nicht giftig. Das ist, deswegen essen Kinder auch gern süß. Das ist so ein Urinstinkt, glaube ich. Aber Sachen, wo sauer, bitter oder scharf sind, können giftig sein, müssen aber nicht. Und scharf ist ja eigentlich gar keine Geschmacksrichtung, so wie jetzt salzig oder sauer oder süß oder so, sondern scharf ist einfach nur ein Schmerz. Und diesen Schmerz werden jetzt auch gleich die anderen spüren, die jetzt gegen uns antreten. Und wir gehen gleich rein in die Lobby. Also nennt man das eigentlich, das ist der Fahrstuhl. So, und schon geht's los. Bisschen aufwärmen. Das ist das. Ich glaube, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, aber das ist das, was mir so richtig gut gefällt an Splatoon 3. Man kann die Wartezeit sich versüßen oder besser gesagt hier verschärfen jetzt, ja, weil wir wieder mit Chili-Soße schießen. Soll das Chili-Soße sein oder Tapasco? Keine Ahnung. Nein, es ist ja nur die Tintenfarbe. Oder, oh, der Haihammer. Der Haihammer, das ist schon ein Hammer, ne? Ja, die Wartezeit ist ziemlich lang, finde ich. Das, was auf den hier auf den Überblicksbildschirm da ist, von den einzelnen Teams, scharf, sauer und süß und so weiter, das erinnert mich ein bisschen an diese Frit-Packungen. Kennt jemand Frit? Man nennt sie auch Blombenzieher. Ja. Oh, ich hätte jetzt unglaublich Bock auf Frit. Da gibt es ja richtig gute Sorten. Ich glaube, Kirsche ist meine Lieblingssorte. Ach, nö. Datenübertragung abgebrochen. Ja, dankeschön. Also auf ein neues. Die haben nur Angst, dass, ja,
dass hier jetzt gleich the best Splatoon of the world in the world hier antritt. Nee, das war natürlich ein Scherz. Ich bin natürlich nicht der Beste. Ich strebe jetzt hier auch nicht an, der Beste zu werden, weil das Ganze soll ja immer noch Spaß machen. Dann warten wir eben so. Vielleicht das Rumgeballere vielleicht. Irgendwie ein bisschen was an. Ja, bitteschön. Das finde ich übrigens auch nett. Es gibt ja immer, gut, das war bei Splatoon schon immer so, dass der Kampf geht los, dass es Flächen gibt, wo man nicht einfärben kann. Aber darüber reden wir später oder vielleicht auch nie. Es ist das erste Spiel im Splatfest 2023. Team Spicy gegen Team Sour. Jawohl. Und ich muss immer noch an Frit denken. Und los geht's. Cool, cool, cool. Wir starten immer mit einem cool. Das habe ich mir so angewöhnt, dass ich immer cool drücke, wenn ich ein Spiel anfange, weil ja, man will ja auch seine Mannschaft, Frauschaft, sein Team, man darf, glaube ich, auch nicht mal mehr Mannschaft sagen, sein Team ja auch anfeuern, ein bisschen motivieren und ja, ins Wasser gefallen oder von der Map runtergefallen. Toll, gut gemacht, gut gemacht. So, wir färben erstmal hier ein bisschen ein. Leute, wie immer dran denken, die Base einfärben, weil jedes Fleckchen, das man einfärbt, gibt Punkte und ihr wollt doch keine Punkte verschenken. Oh, da kommen schon die Schwarmraketen an. Ja, jetzt geht's richtig los. Ich habe noch meine Ulti, die will ich jetzt hier natürlich einsetzen. Und wie wir sehen, Team Sour ist... Autsch! Was war das? Flexroller. Nope, Goblin. Also ich mag ja eigentlich Goblins, vor allem die blauen Goblins, aber Nope, Goblin. Also wo war ich jetzt gerade? Ich hab's vergessen. Ah ja, Team Sour hat die Farbe Gelb. Ich habe vorher gemeint, das ist so ein Grün-Gelb, ja, oh, so grünlich, aber das hätte dann doch ein bisschen an Galle oder Bitterstoff erinnert. So, zack, und wieder weggesplattet. Dixie Norman. Die Namen sind immer wieder sehr abenteuerlich. An manchen Namen meine ich zu erkennen, dass da entweder irgendwelche Kinder mit dem Account von den Eltern spielen oder auch die Eltern selber. Das sind dann immer so ganz, wenn so ganz gewöhnliche Vornamen wie Norbert oder Hildegard oder so drin steht, dann kann man davon ausgehen, dass das Eltern, Großeltern oder sonst irgendeine Family ist, wo dann ein Kind spielen lassen. Und die sind natürlich ja nicht so kreativ, weil sie jetzt nicht so weil sie jetzt nicht so in diesem Social Media Ding drin sind und sich da Nicknames raussuchen, weil auch auf Facebook ist man ja meistens mit seinem echten Namen unterwegs, also wenn man ein ursprüngliches Master Account hat oder so. Man kann ja dann Seiten aufmachen, aber ich will jetzt nicht über Facebook reden, sondern wir sind hier im Splatfest und es ist die letzte Minute, läuft, die letzten 30 Sekunden laufen, da wurden ein paar gleichzeitig erledigt. So, und unser Highhammer kommt auch endlich zu Einsatz. Och ja, und Sauer macht mal wieder Schwarmraketen. Oh, da zieht's mir jetzt alles zusammen. Sauer, sauer, sauer. Die letzten 10 Sekunden. Los, los, los. Erreicht noch die 1000 Punkte, krieg... Ja, toll. Wer war das? Dixie Norman. Schon wieder Norman. 2, 1 und das erste Spiel im ersten Splatfest 2023. Und es geht ganz eindeutig an Team Sour. Jo. Was will man machen? 1-0 für das Gegnerteam oder für Team Sour. Aber nichtsdestotrotz, wir sind im normalen Modus, nicht im Profi-Modus. Und da werden auch dann die Punkte gezählt, wenn man nicht gewinnt. Wenn man im Profi-Modus ist, dann ist egal, auch wenn man 1500 Punkte gefärbt hat, wird man 0 Punkte ernten. Deswegen bleibe ich immer lieber im Normalmodus, bis jetzt jedenfalls. Wobei ich im Profi-Modus meistens gewinne, komischerweise. Das hat die Vergangenheit gezeigt. Ja, aber wie wir sehen,
Es war ungefähr ausgeglichen als in meinem Team. Keine Kills habe ich geschafft. Dafür bin ich selbst umso mehr gekillt worden. Die Map heißt Senkluft. Nee, Senkluft. Also nicht Luft, sondern Kluft. So. Runde 2. Und wir spielen gegen Süß-Fans, gegen die Süß-Truppe. Und 3, 2, 1, los! Ja, cool. Erstmal die Base einfärben oder versuchen die Base einzufärben. Manchmal springe ich ja über die Base drüber, man kann da nicht mehr zurück. Deswegen, das mache ich immer ganz gern. Auch Base einfärben. Gibt es so eine Art Rangabzeichen? Oder nicht Rangabzeichen, wie nennt man das? Dass man halt das geschafft hat, sowohl auch die Base von Gegner einzufärben. Auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Ich find's nicht so cool, dass es keine Wandelzone mehr gibt. Das war immer so das Spannende beim Splatfest, weil das macht das ein bisschen einzigartig. Das einzigste Einzigartige beim Splatfest ist jetzt nur noch das das Shirt. Oh, wir sind ja schon in der Gegnerbase, sehe ich gerade. Aber, naja, was wir machen. Das ist dann schon aber meckern auf hohem Niveau. Ich weiß nicht, warum die das jetzt so machen. Keine Ahnung, aber es wird schon einen Grund haben. Und wie gesagt, die Wandelzonen kann man im Privatmodus immer noch spielen. Bucket erledigt, aber einer hat mich erledigt. Bad and Set. Bad and Set, ja. Böse und traurig oder schlecht und traurig, ja. So, und es geht weiter. Man muss dazu sagen, ich hab ja diesen Airbrush-Dings und das ist eher so eine Einfärbwaffe wie jetzt eine Killerwaffe. So, Ben Z-Boy, den haben wir jetzt. Der wurde weggesplattet. Jemand hat uns gerächt. Das ist schön. So, ich glaube, es sieht ziemlich gut aus. Bei dieser Map ist die Mitte immer das Entscheidende, wer die Mitte beherrscht. So, Bucket ist weg. Den haben wir nicht gekriegt. Ja, diese Kalligraphpinsel, die haben es schon in sich. Die können ganz schön weit treffen. Und auch übelst treffen. Oh, da ist eine Booyah-Bombe hochgegangen. Diese Seite. Dieses Teil hier, das dreht sich mit der Zeit. Das Einfärben bringt übrigens auch Punkte. Wände einfärben bringt keine Punkte. Also nicht überall, wo die Farbe haftet, gibt es Punkte. Aber und du bist sehr schnell und zu schnell. Und du hast mich erledigt. Iwaxer. Mit einem. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was da stand. Ist auch egal. Aha, da kommt schon wieder der Kalligraph. Ja, diesen Pinsel, den müssen wir doch irgendwie. Also wenn sie von allen Seiten kommen, das ist dann immer ziemlich unprickelnd. So, die letzten Sekunden. Ja, du hast mich jetzt nochmal erwischen müssen. Aber ich glaube, wir haben die zweite Runde geschafft. Und gewonnen. Yes. Hier ist das Siegerporträt. Gleich mal ein Foto machen. Ein Erinnerungsfoto für Twitter. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, ich bin auch auf Twitter. Twittere da eigentlich so alles Mögliche, was ich so mache im Bereich Gaming, Splatoon, hauptsächlich Splatoon. Das wurde mir mal gesagt. Du spielst ja nur Splatoon, ja. Und Science Fiction natürlich. Und ja, folgt mir da gerne. Es gibt übrigens noch ein, zwei. Oh, ich sehe gerade, da ist jemand aus der Gegnermannschaft mit 0 Punkten rausgegangen, ausgeschieden. Aber Ivan dort, der hat uns doch weggesplattet vorhin. Naja, egal, was wollte ich noch sagen? Es ist auf Twitter ein zweiter Kip unterwegs, der auch Splatoon spielt. Das ist sehr lustig, ja. Ein Kip, wo auch Splatoon spielt.
Aber ich glaube, der macht nur Splatoon. Und der macht jetzt auch das alles eher so zum Spaß. Ja, ich mache es auch zum Spaß, aber ich habe auch einen YouTube-Kanal und mache das auch zum Spaß. So, wieder gegen ein süßes Team. Na dann, heizen wir den mal ein. Oder besser gesagt, wir machen ihn ein bisschen Feuer unterm Hintern mit unserer Chili-Soße. So, ich lieb's einfach. Dieses Einfärben, es macht immer wieder Spaß. Und ich glaube, ich habe noch nie so eine coole Ulti-Waffe gehabt. Die Ultis in Splatoon 3, die sind wirklich, wirklich richtig. Also, die sind spektakulär. Also, auf Platz 1 ist für mich eindeutig der Krabbenpanzer, obwohl ich mit dem kaum umgehen kann. Aber der gefällt mir optisch sehr gut. Und der Hammerhai. Oder Haihammer, nicht Hammerhai. Haihammer. Die gefallen mir eigentlich richtig, richtig gut. So. Ran an den Speck. Da ist ja noch jede Menge nicht eingefärbt. So. Natürlich sollte man sich verteilen beim Einfärben und nicht alle auf einen Fleck färben. Das wäre nicht sehr produktiv. So, den Hammerhai. Haihammer. Ah. Ich fahre damit meistens irgendwie dann in ein Eck rein, wo es gar nicht mal wirklich was bringt. Deswegen mein Rat: üben, 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 üben. Nein, nicht ins Wasser fallen. Nicht von der Map fallen. Nein, nein, nein. Wir sind schon wieder auf dem Gegnerteam. Auf der Gegnerseite. Aber da hat es uns dann weggesplattet. Aber wir haben richtig viel schon von der Map. Wir dominieren momentan die Map. Was aber nichts heißen mag, weil ich habe schon sehr oft jetzt bei Splatoon vor allem erlebt, dass man gedacht hat, ja, man ist auf der Gewinnerseite, das kann man eigentlich gar nicht mehr rumreißen. Und dann ging es plötzlich ratzfatz und der Gegner hat es dann doch noch rumgerissen. Keine Ahnung. So, du bist weg. So, nochmal Hammerhai. Zack. Hai Hammer. Oh, ich sag's immer wieder verkehrt rum. Aber das sieht, bis jetzt sieht es ziemlich gut aus. So. Auch die Ecken nicht vergessen. So, ich habe keine Tinte mehr. Und den Hammerhai. Haihammer hat es auch weggebröselt. So, jetzt springen wir am besten zu den anderen. Aber ich sehe, oh, die sind schon auf unserer Seite fast. Da muss ich mal hin. Und wieder zurückfärben. Es gibt ja solche Experten, die sind wirklich nur am Killen und nicht am Einfärben und nur mit Killen beschäftigt. Aber auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole, liebe Kinder, bei Splatoon gewinnt nicht derjenige, der wohl die meisten Kills hat, sondern der am meisten einfärbt. Oh, der Mond ist aufgegangen. Und ja. Es ist noch ein Sieg geworden. Jawohl. 2 zu 1 für Team Spicy. So, und wir sind auch schon aufgestiegen. Oh, ich habe hier das meiste eingefärbt. Und habe auch ein paar Kills geschafft. Das ist für einen Kip nicht selbstverständlich, Kills zu schaffen. Weil, wie gesagt, erstens unsere Waffe ist jetzt keine Killwaffe. Oder zum Killen jetzt so geeignet, ist eher eine Einfärbewaffe. Und ja, was Killen angeht, bin ich auch nicht so sonderlich begabt, wenn ich ehrlich bin. Aber man muss ja nicht alles können. Ja. Es dauert und dauert. Na endlich, der Kampf beginnt. Wieder gegen Süße. Heieiei. So, wir haben 2 Siege in Folge. Mögen die Besseren gewinnen. Und los geht's. Sehr schön, sie blenden auch auf der rechten Seite, wenn ihr das unten rechts gesehen habt, blenden sie jetzt auch immer ein, wie das Lied heißt oder die Musiknummer heißt.
War das mit anderen Splatoons auch so? Nee, ich glaube nicht, oder? Finde ich gut, finde ich fair, weil, fair, bescheuert. Ja, das finde ich richtig. Oh, zwei Hammer-High. High-Hammer. High-Hammer durch, High-Hammer erledigt. Das gibt's auch nicht immer. Oh, unser Team ist schon in Gefahr. Jetzt wird es aber Zeit, hier ein bisschen voranzukommen, ein bisschen in die Pötte zu kommen. Was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich es vergessen. Also wegen der Musik. Also die Musik ist wirklich also die Splatoon-Musik, die feiere ich wirklich. Also Musik ist bei vielen Spielen ja auch fast schon die halbe Miete. Ich finde es nicht schlimm, ich finde nichts Schlimmeres, wenn man als wenn Streamer oder ja, vor allem Streamer extra andere Musik machen müssen, wenn sie ein Spiel spielen. Weil die Musik entweder nicht gut ist von dem eigentlichen Spiel oder zu eintönig oder keine Ahnung, hat World of Warcraft eine Hintergrundmusik? Das habe ich noch gar nicht so richtig mitbekommen. Ich meine, da gibt es auch Hintergrundmusik, oder? Aber warum gibt es da Streamer, die dann einen anderen Soundtrack laufen lassen? Verstehe ich auch nicht. Oder GTA. Ich glaube, bei GTA, da gibt es auch keine richtige Musik, oder? Keine Ahnung, ich bin jetzt da nicht so, ich bin nicht so der GTA und auch nicht der Warcraft-Experte. Wir sind hier bei Splatoon gerade und es geht hier ziemlich wild. Squidding! Ja, sensationell eingefärbt. Ja, es sieht sehr gut aus für Team Süß. Autsch. Man merkt, das Spiel kommt aus Japan. Hier wird süß, sauer und scharf gleichzeitig gegessen. Es gibt ja auch die süß-sauer Dipsoße, die es hauptsächlich zu Geflügel gibt. Oder auch da ziemlich gut zupasst, weil ich, obwohl ich neuerdings bei, wenn ich Nuggets bestelle, immer Barbecue nehme. Ich weiß auch nicht warum. Warum? Natürlich weiß ich warum, weil es schmeckt, ne? So, die letzte Minute läuft. Das wäre vielleicht mal ein Splatfest-Idee. Soßen, Barbecue, süß-sauer und Chili-Soße oder sowas. Wobei, Chili haben wir jetzt ja schon. Autsch. So, die letzte Minute läuft. Ach, noch wenn Junior-Kleckser abgesplattet. Oh. 8, 7, ah, nein, 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 nein. 6, 4, 3, 2, 1. Ah, du Schande! Ach, du Schande! Ist aus unserem Team jemand ausgeschieden oder so? Die Farbe von Team Süß erinnert mich übrigens an Mewtwo. Mewtwo hatte da seine Pfoten im Spiel. Ach, du Schande. Haushoch verloren. Aber mehr geht wirklich nicht. Volle Kanne Scharf-Fan. Ach, du mehr. Das tut weh. Das tut weh. Aber es ist nur ein Spiel. Und dabei sein ist alles und Spaß. Und Hauptsache, es macht Spaß. So. Und wieder auf dem ersten Platz, was das Einfärben angeht. Naja, wenigstens ein Erfolg. So, die Spielersuche läuft. Und läuft. Und läuft. Nur 14% also 14% zu 78%. Du Schande. Das ist echt. Also, sowas erlebt man selten. Aber wie gesagt, ich glaube, es ist aus unserem Team vielleicht schon jemand Disconnect gewesen oder so, dann kommt das natürlich vor. Es ist interessant, dass dann trotzdem das alles gewertet wird, obwohl es unausgeglichen ist. Das ist ja, das macht ja irgendwie eigentlich gar keinen Sinn. Oder können auch, ist es, ich meine, ich habe es noch nie erlebt, dass man das ein Dreier-Team gegen ein Zweier-Team gewonnen hat. Quatsch, gegen ein Vierer-Team gewonnen hat. Ja, das ist klar, dass du mich von meinem High-Hammer runter schießt.
Das war klasse. Und weiter geht's. Da regnet's auch schon. Diesen Tinten-Autsch, diesen Tintenregen als Ulti finde ich hier von Donald auch noch. Ach, Donald, wie kannst du mir das antun? Ich war doch so nett zu dir in diesem Land. Ach, Mensch. Naja, Donald, der Number One. Das war jetzt wieder so ein Disneyland-Insider. Ich habe schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Achso, dieser Tintenregen, den finde ich nur optisch irgendwie total schön und interessant. Aber ich glaube, so richtig reißen kann ja nichts, oder? Einfärbtechnisch. Und die Wolke sieht auch irgendwie im Vergleich zu Splatoon 2 in Anführungszeichen so primitiv aus. Oder geht es jetzt nur mir so? Ich fand die Wolke in Splatoon 2 irgendwie schöner. Da sieht es jetzt irgendwie, ja, anders aus. Ja. Aber wie gesagt, ouch, meckern auf hohem Niveau. Ja, Donald. 2:0 für Donald. Oh, Mensch. Die hätten eigentlich, wenn die sich kennen im Team, dann hätten, ouch, dann hätten sich die zwei anderen dann noch Mickey, Goofy und Pluto nennen können. Das wäre mal was. Das fände ich lustig, ja. Die Wolke sieht aus wie so eine Zuckerwatte-Dings, ne? Na gut, ist ja Team Süß. Aber bei der vielen scharfen Soße hier, die wir hier jetzt schon verspritzen, müsste denen doch schon die Augen brennen, oder? Obwohl Inklinge und Oktolinge sind da vielleicht anders gestrickt. Die haben vielleicht gar keine Tränenflüssigkeit in den Augen oder wie man das. Autsch, wie man das nennt. Ich hatte meistens von hinten. Was ist denn das für ein Name? Dollar, Ewindels, Dollar. Oh. Ja, ich glaube, auch diese Runde geht an Team Süß. Mögen sie Karies bekommen? Ja, autsch. Ah, Quasto. So, 10, 9, 8. 5, 4, 1, das war's. Och, du Schande. Ach, du Schande. Oh, dieser Zwenz, oder wie er heißt, das ist eine coole Pose, so von hinten. Und über den Rücken gucken. Das ist eine Pose, die gefällt mir sehr gut. Die werde ich mir als nächstes mal für meinen Avatar zulegen. So eine Pose. Guckt, wie gesagt, bei Twitter oder bei Facebook bin ich auch tätig. Und ja, jetzt kommt wieder Facebook, das ist sowas für Rentner. Meine Güte, ja. Guckt da mal nach. Da zeige ich auch regelmäßig meine Fortschritte mit Blender, 3D-Technik, 3D-Animation, Computergrafiktechnik, Dingsbums. Und schaut da gerne mal vorbei. Und jetzt, wo ich so Splatoon wieder sehe, mich juckt's eigentlich schon wieder in den Fingern, Inklinge und Oktolinge zu machen. In 3D. Das juckt schon wieder bei mir in den Fingern. Ah! Die schreien ja geradezu danach, Fanart-mäßig verewigt zu werden. Es gibt ja Fanart von, so wie von allen Spielen eigentlich. Aber ich finde, die Splatoon, Inklinge, Octolinge oder überhaupt Splatoon bietet sehr, sehr, sehr viel Möglichkeiten. Es ist ein weites Fanart-Feld. Schon wieder gegen Team Süß. Oh Mann, wo sind denn eigentlich die sauren Gurken hin? Und die sauren Zitronen. Die trauen sich heute anscheinend nicht. Naja, dann spielen wir eben gegen Süß. Ich finde es immer noch besser, wie immer gegen das eigene Team zu spielen, was zustande kommt, wenn es nicht genug Teammitglieder, Spieler zu finden sind, dann kann es sein, dass man gegen das eigene Team spielt. Das ist dann, ja, ich weiß nicht, ob das dann auch Punkte fürs Splatfest-Punkte gibt oder
wie das dann gewertet wird. Oh, das war ein Octoling, wo uns da weggesplattert hat. Ja. Deswegen finde ich es so nicer. Dann kann man sich wenigstens auch ordentlich beweisen. So. Ah, ich liebe es. Wobei, ich bin ganz ehrlich, die Gegnerfarbe, die gefällt mir auch. Gefällt mir auch. Wie gesagt, es erinnert mich an Mewtwo. Und Mewtwo ist mein absolutes Lieblings-Pokémon. Mewtwo ist einfach... Mewtwo ist super, ja. Mewtwo ist... Ah. Und diese Farbe erinnert mich daran. Die ganze Zeit. Ich muss immer an Mewtwo denken. So. Zurzeit dominieren wir die Map. Na, in dieser Runde, in dieser wir sind ja nicht im Normalmodus. In dieser letzten Runde sollten wir doch jetzt einen Sieg davontragen. Ich werde die Splatfest-Videos immer so ungefähr zwischen halbe bis dreiviertel Stunde gestalten. Wie gesagt, Splatfest wäre ja eigentlich besser, das zu streamen, aber ich habe keine Möglichkeit, mit meiner Nintendo Switch live zu gehen. Bis jetzt jedenfalls nicht, aber ich will das ändern. So, die letzte Minute läuft. Das will ich vielleicht noch schnell sagen, wenn die letzte Minute läuft. Ich habe nämlich vor, mein Arbeitszimmer umzubauen und ein richtiges Gamerzimmer draus zu machen. Und das natürlich dann auch technisch ein bisschen besser auszurüsten, mit der Switch live gehen kann. Ich halte euch da gerne auf dem Laufenden, wenn es euch interessiert. Wer vielleicht noch weiß, leben wie ein Alien. Ich möchte ja mein Zimmer ungefähr so gestalten, wie es ein Kip Supernova würdig ist. So, dich habe ich Cheesecake, dich habe ich mal weggesplattet. Du warst mir jetzt im Weg, so, wir dominieren die Mitte. Und, nein, nicht ins Wasser fallen. Das wäre jetzt ganz dumm. Aber hier sind einfach zu viele. Aber das sind unsere Schwarmraketen. So. Jetzt. Ah, ich glaube, das ist eindeutig. Ja. Das war eindeutig. So, liebe Freunde, da sind wir wieder. Und da ist auch hinter mir Keep Splat. Na gut, ich will euch mal was verraten. Ich bin Batman. Keep Splat natürlich. Das ist ja mein Inkling-Avatar. So, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Schreibt mal in die Kommentare, in welchem Team ihr seid. Süß, scharf oder salzig. Sauer. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Vielleicht schaffen wir ja einen 10er oder 100er oder 333er Kampf. Das war's. Macht's gut. Und ich splatter jetzt weiter. Natürlich offline. Und ja, Kip Supernova over and out.